Schnell immer mit der Harfe. Mal auf und fassen wir dann an, dass man einfach kreuzweise den ganzen Käse durchschneidet. Und jetzt eben über das Kreuz. Ja, das ist jetzt sozusagen die, wir haben jetzt diese verdickte Masse, nennt man Gallerte. Man sieht jetzt schon, also diese Würfel, die wir da geschnitten haben, das ist jetzt sozusagen der Bruch oder das Bruchkorn. Und in weiterer Folge, wenn wir da jetzt in den nächsten 1,5 Stunden das Ganze dann rühren, ziehen sich die Bruchkörner immer weiter zusammen und geben immer mehr Flüssigkeit ab, bis dann eben der richtige körnige Zustand erreicht wird und damit eben das Bruchkorn abgefischt und in der Käseform dann gepresst. Und jetzt tun wir dann mit der Harfe 10 Minuten ungefähr weiterschneiden, bis wir ungefähr die Größe von den Bruchkörnern erreichen von circa, man sagt einfach so Faustzahl, Weizenkorngröße. Das ist eben der Unterschied, was für eine Käsesorte das man macht. Umso härter der Käse wird, umso kleiner wird das Bruchkorn. Und genauso verhält es sich dann mit der Temperatur. Das Ganze wird dann erwärmt. Und wenn wir jetzt beim Weichkäse anfangen, beim Weichkäse könnt ihr jetzt schon aufhören zu schneiden. Da hat man große Bruchkörner und man hat Temperaturen nur bis 37 Grad ungefähr. Wenn man dann einen Schnittkäse macht, dann schneidet man das Bruchkorn auf Kirschkorngröße und man hat Temperaturen bis 44 Grad. Der Grusagelt oder Almkäse zählt zu den Hartkäsen und deswegen macht man dann die Bruchkorngröße auf Weizenkorn groß und wir formen von einer Temperatur auf 50 Grad. Und den bekanntesten Hartkäse, was man so eigentlich überall kennt, das ist der Parmesan. Und der, weil der ja am längsten haltbar ist, über 2-3 Jahre, da fahren sie dann mit dem Temperaturbereich auf 55 Grad. Und so entstehen dann auch die verschiedenen Käsesorten mit verschiedenen Temperaturen und Zeiten.